Seit Donnerstag ziert ein riesiges Zelt den Marktplatz in Saalfeld. Der Schriftzug über dem Eingang verrät warum. Zum nun schon 22. Mal feiert man hier das Bierfest. 4 Tage lang wird in der Innenstadt der Gerstensaft wieder im Mittelpunkt stehen. Traditionell wurde das Fest am Donnerstagabend mit der Stadtgarde, historischen Vereinen in Trachten, dem Schützenverein und Ehrengästen und ihrem Einmarsch ins Festzelt eröffnet. Nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste war es Zeit für den ebenso traditionellen Bierfassanstich mit Bürgermeister Matthias Graul. Nach wenigen Schlägen konnte das gute Saalfelder Bier dann auch fließen. Das wird es auch die nächsten Tage reichlich tun und durch die Kehlen der durstigen Bierfestbesucherinnen. Neben dem Gerstensaft werden die Besucher des Festes natürlich auch kulinarisch nicht zu kurz kommen. Und für eine zünftige musikalische Unterhaltung bis zum Sonntag werden verschiedene Bands auf der Bühne sorgen. Das Highlight soll dabei eine Rammstein-Coverband zum Abschluss des Festes sein. Derzeit weht also wieder ein Hauch von Wiesenatmosphäre im Herzen Saalfelds. Gefeiert wird da aber nicht in Blau-Weiß, sondern in Rot-Weiß.